Okay, hier ist er wieder, der White Doctor, mit seinem Let's Play von Phantasy Star 3 Generations of Doom. Ist ja nun eine ganze Weile her, dass ich mich wieder mal hier rangesetzt habe und ich habe natürlich nach all den Wochen keine Ahnung mehr, was ich hier eigentlich tue oder wo ich lang marschiere. Das wird jetzt also interessant. Na gut, zumindest haben wir nicht verlernt, Ratten zu schlachten. Und der gute alte Prinz Ries ist immer noch auf der Suche nach seiner Verlobten. Nein, die Lady, die da hinter ihm herdackelt, ist nicht seine Verlobte. Das ist ein Roboter. Oder Cyborg oder sowas ähnliches in der Art. Das ist eine lange Geschichte. Guckt euch einfach die anderen 8 Teile an, dann wisst ihr das. Naja, die guten alten Vergiftungen hier. Vergiftungen in dem Spiel sind lästig, weil man ja nicht mehr heilen kann. Andererseits ist doch das auch alles, was sie tun. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ja, wir haben so eine Art Saphir gefunden, den wir jetzt brauchen, um durch eine bestimmte Höhle hineinzugehen. Die Höhle, die wir beim letzten Mal versucht haben, war allerdings dicht. Ich nehme an, daher, dass wir in die falsche Höhle reingegangen sind. Okay, jetzt sind wir hier bei diesem komischen Tempel. Ja, ja. Klingt, als wäre der Tempel böse. Eine Stimme kommt von oben. Ah, nur Layana dürfen wir rein. Yep. Die Layana waren diejenigen, die direkt bei seiner Hochzeit seine Verlobte entführt haben. Und anscheinend dürfen nur Layana dort in den Tempel. Gut, das stinkt uns, also gehen wir hier in den Wald. Naja, unpassierbar. Der Wald ist zu dicht. Bäume stehen alle zu nah beieinander. Und oh, wir werden von Moos angegriffen. Autsch. Okay. Die sind tot. Und ich überlege mir jetzt mal, wo wir hier eigentlich hin müssen. Ah, hört das denn nie auf, verdammt. Ja, bei diesen alten Rollenspielen darf man wirklich nicht. Upp, wieder stärker geworden. Unsere Roboter-Lady Mio. Also bei diesen alten Spielen darf man wirklich nicht einfach für Wochen am Stück sein Gamepad hinschmeißen und was anderes machen. Jetzt schlachten wir erstmal noch diese komischen Küken ab. Aber das ist das Problem. Als ich das letzte Mal hier dran saß, wusste ich noch genau, was wir zu machen hatten. Tja, und ach ja, zumindest haben wir hier eine Stadt gefunden. Dann können wir zumindest erst speichern. So. Und jetzt müssen wir wieder an die Hand dieser lustigen Symbole rausfinden, was was ist. Mal sehen, ene mene mu, Fass war einkaufen, komischer Krug war Hotel. Und scheint habe ich die Steuerung auch wieder verlernt. Das war das Menü. Ah, hier können wir für 10 Meseten übernachten. Und nur wenn wir übernachten, können wir auch speichern. Das bedeutet natürlich, wie ich glaube ich schon früher erwähnt habe, in einem anderen Teil, wenn man speichern will, dann muss man Geld dabei haben. Ist man zu schwach, um Monster zu bekämpfen, um kein Geld zu kommen, dann ist man am Arsch. Naja, man stellt sich vor, einige dieser Game-Kiddies von heute würden mit sowas konfrontiert werden. Die würden vor Frustration auch aufschreien. Oder vielleicht auch nicht. Aber ja, ein Erfahrungspunkt und eine Münze, die irgendwo in dem Kadaver hing. Irgendwie finde ich das immer amüsant. Okay, jetzt wollen wir mal... Der Mann, mich hier ständig im Kreis laufen zu sehen, ist ein bisschen langweilig. Darum springe ich jetzt mal mit der Magie des Emulators zu dem Punkt vor, wo ich es geschafft habe, rauszufinden, wo ich hingehe. Und bis dann. Und schlag nochmal zu. Erledigt. So, mal schauen. Ach ja, das ist bestimmt die Höhle. Aber hey, ich kann den Wald nicht durchqueren. Geht's hier weiter? Nein. Na ja! Okay, nochmal außenrum. Okay. Die Sache ist die, dank dem Mega-Monitor
weiß ich jetzt, dass ich nach Osten muss, zu dem Tempel, dann nach Norden. Und dann ist da eine andere Höhle, in die ich tatsächlich mit dem Saphir hinein kann. Toll, und jetzt sind wir so lange herumgelatscht, dass wir nicht nur aufgestiegen sind wieder mal. Ja, Prinz Reis ist stärker geworden. Jep. Sein Durchhaltevermögen größer geworden, er kann noch mehr Schaden einrichten und so weiter und so fort, das Typische. Also, er kann mit seinen tollen Messern noch mehr Leute ermorden, hauptsächlich Lyanna natürlich. Aber natürlich sind wir auch so lange rumgelaufen, dass Mjöl vergiftet wurde. Und jetzt denken wir mal nicht darüber nach, wie ein Roboter oder Cyborg vergiftet werden kann, sondern rennen zurück zur nächsten Stadt, um das blöde Gift loszuwerden, weil ich werde verdammt sein, wenn ich ein Antidot jetzt noch einsetze. Und ich werde vorsichtshalber auch noch. Oh, jetzt sind beide vergiftet. Na, jetzt lohnt es sich sehr wenig, zum Zeug zu gehen. Noch sterbt ihr Ratten und Küken. Ah. So. Und sobald ich dann in dieser Stadt zurückgewatschelt bin, gehe ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Das wäre ja so gut, wenn ich mich auf dem Rückweg noch verlaufe. Ist also eigentlich egal, wo ich lang gehe, auch wenn ich nicht durch den Wald gehen kann. Gott sei Dank. Ah, auf jeden Fall scheint es da jetzt weiterzugehen und Riechsuche auf nach seiner Verlobten geht allmählich vorwärts, nachdem wir uns praktisch im Kreis bewegt haben jetzt erstmal. Ah ja, da ist immer das Problem mit mir und meinem Orientierungsvermögen. Ohne eine Minikarte oder so etwas bin ich in Spielen normalerweise total verloren. Okay, jetzt gibt es nochmal ein Level dazu. Ich muss rausfinden, wo die Entgiftungsstation war. Denn ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob eine Übernachtung das in diesem Spiel hinbiegt. So, das ist der Papst, der ist für die Wiederbelebung zuständig. Ah, und hier haben wir die Krankenschwester für Vergiftungen. Und natürlich gehe ich wieder ins Menü, weil ich ein Idiot bin. So, sprechen wir die Lady mal an. So, 5 Meseten. Sind weg. Jetzt müssen wir sie für jeden, der vergiftet ist, nochmal ansprechen. Und wenn man sich hier vertippt und versehentlich versucht, jemanden zu heilen, der bereits geheilt ist, dann geht das natürlich nicht. Man verliert kein Geld, aber man darf die Leute wieder ansprechen. Denn das ist so programmiert, so soll es sein. Auch wenn es einen in den Wahnsinn treibt. So, jetzt gehe ich nochmal in das Hotel. Gaststätte oder was immer das hier sein soll. Und wir übernachten und speichern nochmal. So, jetzt aber. Jetzt werden wir uns endlich auf den Weg machen. Und unseren Saphir benutzen. Yep, wir werden vorsichtig sein.